Über ein Normal sind ein paar April-Gadgets dabei. Wir können gerne zum Abschluss vom Stream können wir gerne Normal spielen. Aber ich will jetzt meine Spaghetti Carbonara essen. Das heißt, ich mache jetzt ein cooles Video an und esse mal kurz meine Spaghetti Carbonara. Das ist jetzt natürlich sehr unglücklich. Aber ich muss jetzt kurz essen. Das heißt, wir gehen einfach jetzt nochmal in Queue. Und dann schauen wir uns das Video Meine Hand ist ein Uhren irgendwas an. Von Marki. Das mit diesem wunderschönen Gesicht von Tolkien startet. So, gleich wieder da. Wollen wir was gemeinsam singen oder so? Völlig losgelöst von der Erde bebt das Raumschiff. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Yeah! Und damit willkommen zum neuen Marki-Video. Der Sponsor des heutigen Videos ist NordVPN. Mit VPNs kannst du virtuell deinen Standort ändern, was zur Sicherheit deiner Daten beitragen kann. Ohne VPN sieht dein Internetanbieter, welche Webseiten du zu welchem Zeitpunkt aufrufst. Dein Verlauf wird beim Anbieter gespeichert und kann jederzeit abgefragt werden, was etwas unangenehm sein kann. Oh, Pornhub, ups. Und hier kommt NordVPN ins Spiel. NordVPN schaltet also, ne, zwischen dich und deinen Anbieter und sorgt dafür, dass... Ich empfehle NordVPN persönlich nicht wirklich zu kaufen. Aber wir müssen natürlich die Werbung von dem YouTube-Channel, auf dem wir reacten, durchschauen. Würde ich aber persönlich nicht empfehlen. 240 in Deutschland, NordVPN. Also wirst du keine Probleme mit dem Ping haben. Mit dem Link in der Videobeschreibung sparst du 59% auf den Monat. Bitte nicht empfehlen. Und wenn du nicht zufrieden bist, gibt es eine 30 Tage. Ich darf doch nicht skippen. Ich darf doch nicht skippen, Leute. So, jetzt geht's los. Das ist Kutscher Trash. Ruhig ist der Naut. Cool, da haben wir Free Win. Ja, dann musst du wirklich das Matchup aber auch nochmal lernen, du. Der beste Support, den ich jemals gefaced habe, also wie ein Philly, den würde ich auch für NNO sehen nächstes Jahr. Ich bin gespeisert! Was ist jetzt los? Ich glaube, da ist jemand gebrochen mental. Boah, ich wäre so sauer, wenn ich das verloren hätte, ne? Ich muss jetzt Brücki einmal flamen für die Scheiße. Das ist kein Smack-Talk Philly Westside, oder? Nach dem Game wäre ein bisschen weird. Ich glaube nicht, dass Philly Westside hier ein Game gespielt hat. Wenn ich das verloren hätte gegen Brücki, das war die schlechteste Nautilus-Performance. Der rennt Level 1 mit Veiga in Aphelios Trash rein, Leute. Was will der mir erzählen? Ich habe die komplett gefickt und sagt dann zu mir, ich gehöre Permaband. Und dann braucht Kutscher Leute nicht ankommen mit, er hat ein super Game gespielt. Er hat gar nichts getan. Er hat einfach das Game geschenkt bekommen. Kutscher hat gar nichts getan. Wenn Brücki das gesagt hat, dass ich nichts getan habe, ist er der schlechteste Support-Spieler, den ich je gesehen habe. Wie kann man so delusional sein? Das kann nicht sein Ernst sein. Boah, ich bin so sauer. Ich bin so sauer. Und der Typ steigt in eine Div 1 auf. Dann kann das auch ein halbgehörniger Affe, wenn der Brücki das kann. Boah, bin ich sauer. Das ist ja nicht normal. Richtiges Arschloch. Sola gönnt sich richtig die... Yo, was ist denn bei Nico Linke los? Huck doch, huck doch. Nope. Oh mein Gott. Er ist einfach besser als ich. Ah, ich bin so tötet, wirklich. Ich muss einmal ganz kurz auf den Tisch hocken, es wird gleich besser. So, jetzt bin ich wieder ruhig. Das Game ist einfach gewonnen, wenn meine Hand kein Hurensohn ist. Deswegen musste sie einmal kurz mit Schmerz spüren, wer hier der Herr im Haus ist. Wo steht die Sora? Ich habe keine Lust mehr. Das kann doch nicht sein! Soraka! Ah, er hat noch Flash. Natürlich hat er noch Flash. Natürlich hat er noch Flash! Es ist unmöglich, in dieser Elo-Games zu gewinnen. Du kannst es vergessen. Diamond ist einfach die Hölle. Mir tut wirklich jeder Mensch leid, der aus Spaß AD Carry spielt in Low Elo. AD Carry ist so eine dumme Rolle. Ich kann jeden verstehen, der die ganze Zeit rumheult, wenn man AD Carry spielt. Ey, Brücki, grüß dich. Ich habe Brücki letztens in Solo-Queue übelst geklappt. Er hat Support gespielt, hat Ulber gehintet. Ja, nice. Ja, naja. Au! Aua! Hoppala! Hopp! Nachdem Tim anscheinend vergessen hat, wie man jungelt, mussten neue Strategien her. Hack mal beide, dass ihr AFK seid.
Der größte Fehler, den alle Loyalo-Supports machen, ist, dass die Leute nicht verstehen, dass Support nicht die Hofnarrenrolle der ADCs ist. Wir sind selbstdenkende, wundervolle Individuen, die ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Wir brauchen keine ADCs. Was ich für ein AD-Carry habe. Sag mal, wie kann man denn so bad sein? Like, das ist so frustrierend. AD-Carries sind einfach dumm. Die sind einfach straight up dumm. That's my boy, Jin. Let's go, baby. Du scheiß Inter, du. Du erarbeitest Ressourcen für andere Leute, die inkompetente Trottel sind. Warum tue ich mir das an? Ich kann das nicht mehr. 15 Games Support ist genug. Warum sollte ich da noch eins? Warum bin ich so dumm? Alter, diese Scheißrolle. Funktioniert das mal? Ah, Lukas! Du bist reported, wirklich. Was war das denn? Hä? Überraschung! Ich hab fertig gegessen und wir haben direkt unser nächstes Game, meine Damen und Herren. Let's go! Große Überraschung, ne? So. Zack, zack, zack. Und kurz einmal. Ja, boah, das hat so geschmeckt, ne? Uiuiui. Wir sind leider schon wieder AD-Carry. Wenn man aktuell Phil-Cute, wird man das anscheinend nur AD-Carry. Was gab's zu essen? Selbstgemachte Spaghetti Carbonara von meiner Familie. Ja, wir sind leider in einer Full-AP-Comp, sind wir, Kardos. Das ist nicht so cool. Also wir haben Zyra-Support und dann noch Aurelion. Ich meine, klar, wir haben Camille und Wukong, aber es ist schon sehr viel Magic Damage hier. Das ist nicht so cool. Wie heißt der Typ, der diese Videos macht? Das ist Maki, heißt der. No enemy. War auf Freddy ein. Ist einer der wenigen Streamer, die nicht im Stream essen. Na gut, ich hab doch gerade gegessen. Ich hab mich bloß gemutet währenddessen. Oder was meinst du? Aber ich hab schon gerade gegessen, ne? Ist eine Sino. Die Stimme, die Werbungen einspricht, ist eine Sie, ja. Die Person dahinter ist ein wundervoller, wunderschöner, bärtiger Mann. Ja. Schauen wir, ob wir hier jemanden cheesen können. Oh, the misery. Ja. Enemy. Na, enemy. Bin wir das? And maybe. Ich bin Kartus. Castle 1 ist schon sehr scary, ne? Danke an Hentai Lord Wukong für den Support. Okay. Ja, uns mal das hier. Voll. Da hätte ich aggressiver spielen müssen, ne? Ein guter Kartus hätte da sowas von gekillt, ne? Ey, 100% hätte da gerade ein guter Kartus gekillt. Der wäre nicht so weit zurückgegangen.
Wenn man kann das eh nicht ausmachen, ne? Also sie ist nicht früh genug gerannt. Wenn da, also wir sollten halt, eigentlich hätten wir da beide killen müssen. Das wäre fein gewesen. Schade. Der wurde eine Short-Route, ist resettet und sofort nochmal gekommen. Aber sieht gar nicht so schlecht aus unten. Also wir können auf jeden Fall weiter bullen. Halt, habe ich die richtigen Items? Hab ich ja okay, was. Hab die richtigen. Wir gehen Liandris into Shadow Flame, gehen wir laut Guide. Also laut Mathematik. Welcher AD-Carry hat das höchste Carry-Potenzial? Wahrscheinlich Twitch oder Jinx, würde ich sagen. Das sind halt zwei sehr, sehr krasse Hyper-Carries mit Reset-Mechanics. Schieß super smart, ist aber trotzdem tot. Leider krieg ich wahrscheinlich den Assist nicht mehr, aber ne? Leider krieg ich wahrscheinlich den Assist nicht mehr. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Die Wave unten. Wenn die Wave reingeht, sind wir völlig fein hier. Schön, sehr gut. Okay, full focus base. Wir müssen die Mathematik heute stolz machen mit einem ungeschlagenen Winning Streak, okay? Mit der Mathematik kann man eigentlich nicht verlieren, außer man intet. Das heißt, wenn wir ein Game verlieren, auch nur eins, wisst ihr, dass immer ich schuld war, okay? Nie die Mathematik. Immer ich schuld. Bis jetzt müssen wir zweimal AD-Carry spielen. Wir können auch, wenn ihr wollt, können wir auch nicht für Autofill queuen, sondern können ein paar Rollen forcen. Ja. Was das hier? So ist das. Ja, nach dem Dash war sie immer toter, ne? Weil sie halt noch keinen Dings ab hat. Was darf man dann sagen? Du sagst. Ja, genau. Also, wenn ich mit dem Mathe-Projekt ein Game verliere, dann dürft ihr es mir ruhig wissen lassen. Das ist völlig legitim. Das ist dann nur meine Schuld. Die ist aber einfach ein Monster. Die verfehlt jedes einzelne E. Ich finde die jetzt nicht so prall, muss ich sagen. Also, was ist das für ein Account? Das ist der Mathe-Mann-Account. Der war davor, war der in Nordamerika, war der davor, glaube ich. Oder? Nee, actually, ich weiß gar nicht, welcher war denn das? Wie ist denn der davor? Warum wird man AD-Carry gefillt? Das anscheinend will das kaum jemand spielen. Obwohl die Rolle so stark ist. Sehr, sehr unverständlich, muss ich sagen. Ich meine, vielleicht ist das einfach noch eine Nachwirkung von früher, dass viele halt weggegangen sind von AD-Carry, als die Rolle so schwach war. Genau wie bei Jungle halt, dass das jetzt halt dann so langsam recovern muss erst. Ja, wurscht ab, Feuerwürste. Ah, okay. Macht Sinn. Wait. Die ist Level 6 vor mir. Weil der AD-Carry so oft tot war, nehme ich an. Krass, hätte ich niemals gedacht, dass die Level 6 hittet vor mir. My bad, huh? Krass. Was hat die selber gemacht? Die ist sehr weit vorgelaufen, als der Talon-Ganken war.
Die Seraphine ist höchste Level auf der Botlane, ey. Es hat manchmal auch Vorteile, dass der AD Carry permanent tot ist, ne? Manchmal hat es auch Vorteile eben. Kados AD Carry ist eine sehr ruhige Kugel, ja. Also du kannst, natürlich hat Kados AD Carry sehr viel Skill Expression. Aber der hat auch, also, ne, sehr oft gewinnst du Games auch einfach so. Ich dachte, die kriegen den Mitte, ups. Das hier. Ich geh schnell den Dodge, ne? Dann einfach Basen für Leandris, sonst kommt der Talon noch wieder. Wir spielen so aggressive, der wird gleich wieder kommen. Na, ich hab beide Summons theoretisch. Ja, theoretisch sehr low, aber unser Wukong war noch nicht einmal Bot, der will nicht um uns rumspielen, das ist okay. Hast du schon das Loidl heute gespielt? Habe ich nicht. Lohnt sich's heute? Dann können wir spielen, wenn ihr wollt. Wenn sich's heute lohnt, können wir spielen. Natürlich auch nehmen. Sehr, sehr gut. Dann noch schnell die Wave einstrudeln. Ja, sehr gut. Gehen wir einmal Base, holen uns Leandris. Als nächstes sollen wir dann Shadow Flame bauen. Wenn man jeden einzelnen Spell trifft, kann man die da sogar noch töten. Aber das war einfach sehr dumm, da zu stehen. Es ist ja klar, dass die da Vision haben. Beziehungsweise, ich meine, wenn ich direkt flashe, vielleicht bin ich dann auch fein. Okay. Wie machen wir denn jetzt am besten weiter hier? Okay, RIP. So, RIP, ja. Also ich kann die Syra, die Ciri einfach one-tippen, ne? Und wenn sie weggekommen wäre, hätte ich einfach ulten können, ne? Eigentlich wollen wir jetzt nicht mehr unten sein, sondern schon Lanes swappen, aber... Das ist okay, wir sind so gefeedet, ne? Die Mathematik gibt es. Und unbedingt den nächsten Drake haben, wenn es geht. Wir können jetzt den Drake schnell machen hier mit unserem Jungler zusammen. Machen sehr viel Schaden auf den Drake. Ah, das freut mich sehr, Regenwaldpräsident. Schön, dass du da bist. Ich glaube nicht, dass sie meine Ult für Mitte brauchen, aber wenn er wegkommt, ne? Haben wir sehr viel Glück gehabt, weil ich habe den Dings auch noch bekommen, ne? Mhm.
Theoretisch könnte die schon probieren zu cheesen auf uns. Ne, ist unten zu sehen. Dann lass uns die Wave schnell reinpushen. Dann gehen wir auch mal kurz resetten hier. Und schauen, wo wir als nächstes hingehen. Hey, Abrakibabra. Vielen lieben Dank dir auch für den Support. Wir können aber mal nach oben dahinter gehen und schauen, was passiert. Vielleicht entwickelt sich ja da ein Fight, den wir dann spielen dürfen. Aber sieht aktuell nicht danach aus, also gehen wir wieder nach unten. Ist bei dir keine Hüte in-game? Ich glaube, die Hüte gibt es nur im Normal Games, oder? Nehme ich mal an, wenn das der aktuelle April Fools Scherz ist. Dann wird es die nicht in Rank geben, sondern nur in Normals. Repedil? Hardus Kill hier nehmen. Sehr guter Gang von Mitte. Wir müssen sie mit einem gut gesetzten Q forcen, ihr E zu benutzen, und dann können wir sie killen. Also jetzt Shield, boah, eigentlich sollten wir sie nicht wirklich fighten. Das ist ja risky. Nee, sü. Unstoppable. Da was machen können, aber das sieht fein aus. Da hat nichts zu passieren, unten ist keine Action. Ah, ist ganz entspannt, wird hier gefarmt. Und geultet in aller Seelenruhe. Good job, Top. Farmen einfach hier in aller Seelenruhe. Sehr ärgerlich, dass ich da gestorben bin für. Trotzdem fein. Wir kriegen jetzt auch unsere Shadow Flame zusätzlich noch. Und jetzt als die meiste Win Ratio hat jetzt Rabadons als nächstes. Das heißt, dafür gehen wir jetzt. Das ist mathematisch richtig. Hey, danke an den Brinxer für den Support. Auch da einen wundervollen Wunsch. Ja, schon den April's Fool von Brücki gesehen. Nee, was hat Brücki heute angestellt? Was hat denn der gute Brücke heute angestellt? Da kriegen sie die Objective Bounties, das ist auch sehr erfreulich für uns. Schnitzel and Go, vielen lieben Dank auch da. Tyler Wund Challenge jetzt vorbei? Nein, es ist nur, ich mache nur einen Tag. Also normalerweise die Tyler Wund Challenge ist ja geplant für Montag bis Freitag. Und am Wochenende ist keine Tyler Wund Challenge, die ist Montag bis Freitag ist die nur. Normalerweise sind die Wochenenden ja aktuell so meine Freizeit, wo ich einfach mache, worauf ich Bock habe, bisschen chille und so. So. Das ist ja aktuell unsere Freizeit einfach, ne? Sehe ich gegen den gewinnen kann. Das ist natürlich ein bisschen meine Ult gewastet, ne? Aber weiter geht's Richtung Rabadons, ja? Black Lion, vielen lieben Dank für den Support. Ist ja insane, wie Mental der Ohren geht. Ja, vor allem nur, weil er ein bisschen gekämpft wurde, ne? Das ist schon sehr, 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 sehr krass, wie sich der aufregt. Wie durftest du das mit so vielen Kuhmissen gewinnen? Na gut, er ist 0,5 und ich habe 8 Kills und 2 volle Items. Und er hat einen ungesteckten Rod of Ages und eine Träne, weißt du? Den kannst du auch tot auto-attacken. Kann man Kartus Mitte spielen? Kannst du ja.
Aber die meisten Matchups für Kartus sind wahnsinnig schwierig nach den initialen Leveln. Weil also du musst praktisch im Early snowballen. Ansonsten ist es sehr schlecht. Lol. Wir haben ihn. Sehr gut. Der Talon sah sehr low aus. Ich habe leider kein Ult. Ist besser basen. Oh oh, sie basen nicht. Oh oh. Ist sie da? Let's check. Maybe she didn't. Oh. That's for them right. Da ist sie. Die war sehr, sehr unartig, ne? Die dachte, sie muss nicht basen. Aber nicht mit der Kardus-Ulti. Okay. Beeindruckend, dass die das noch spielen, die Gegner. Muss ich ehrlich sagen, ich bin da sehr, also dass die, ich meine, die sind so tilted, Teile von den Inten, also der Midlaner und der Toplaner. Nächste Halbzeit Rabadon, ja, sieht nach einer 2-0 für die Mathematik aus, ja. Oh, ein Hostage, deswegen spielen die noch. Wie kann er denn so sauer sein? Wie kann man denn so sauer sein? So. Ja, schön nett sein. Manchmal ist es sehr, sehr wichtig, ein bisschen eine Pause zu nehmen, Abstand zu nehmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Alter, ist der toxisch, ey. Was ist ein Stage-4-Patient? Was ist ein Stage-4-Patient? Was ist das für ein Elo? Das ist Master, ist es ungefähr. So mit Master. Der Counter hat ziemlich gute MMR, hat der. Der ist in der Promo zu Diamond, aber der spielt halt sehr hohe Games. Attention, please. Ja, Er meint wahrscheinlich Stage 4 Krebs. Ah. Der braucht echt eine Pause vom Game. Da sollte Riot mal intervenieren, würde ich sagen. Gegen Mattemann Botlane zu verlieren, ist natürlich selbstverständlich. Ne? Da sollten sie ihr Team nicht flamen. Das ist klar, dass man gegen Mattemann nicht gewinnen kann unten. Man kann es immer probieren, aber man muss halt wissen, dass es nicht geht. Hm. Oh, kleine. Hauptult. Klatscht nämlich richtig rein schon. Der Kragas stirbt, die Seraphin ist tot. Sehr schön. Ja, mal 2000 Damage, ganze Team. Ja, Free Content im Alt-Chat. Ja, aber das ist schon ein bisschen zu far, würde ich sagen. Das ist schon sehr, 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 sehr toxisch. Hm. Ja. Hm. Alright. Ich fühle aber den Punkt vom Ohren, dass er Weak-Side und seine Strong-Side verliert. Ja gut, aber die haben halt einfach gegen Mattemann auf Kartus gespielt. I mean, du musst irgendwo realistisch sein, weißt du? Wenn du gegen Mattemann antrittst, egal wen du da hinstellst, selbst Faker, der wird ja vernascht, weißt du? Das ist halt einfach, du spielst ja nicht gegen einen Menschen. Du spielst ja gegen eine Idee, ne? Du spielst ja gegen eine Bewegung. Es ist, also du kannst nichts dagegen tun.
Was sollst du dagegen tun? So true, ganz genau, ja. Mal gucken, also wenn wir jetzt nochmal AD Carry bekommen, dann queuen wir danach aber nicht mehr für Phil. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna try.